Thema Sitzschale. Diese Sitzpolsterung lässt sich leicht abnehmen, indem man einfach vorsichtig abmacht. Der hat Klettverschluss auf dem Sitz geklebt, sowie auf dem luftdurchlässigen Sitzpolster. Der Sitz lässt sich auch leicht verschieben mit dem Imbusschlüssel. Wie bei den Federelementen, einfach die zwei Schrauben im unteren Bereich lösen, der vordere und der hintere. Und dann lässt sich der Sitz stückchenweise, stufenlos nach vorne und nach hinten verschieben. Nach der gewünschten Sitzposition bis uns bei der Beinlänge lässt sich der Sitz wieder gut festschrauben mit diesem Imbusschlüssel. In dem Falle von dem Rad, der hat eine Kopfstütze, die lässt sich aufstellen, indem man diese Schnellspanner aufmacht. Dann lässt sich einfach die Höhe verstellen sowie die Neigung je nach Wunsch der Kunde. Diese Schnellspanner wieder festziehen und dabei sich wohlfühlen.